Dieser Film ist eine Hommage an meine liebe Liesel mit dem Titel Liesels schöner Garten. Wahrlich, er ist es auch. Unsäglich viel Liebe und Mühe hat sie hier reingesteckt, um den Garten so zu gestalten, wie er heute ist. Und ich muss sagen, nicht nur, wie hier gleich zu sehen, Yuppie freut sich darin, sondern auch ich in folgender regisseurhaftigen Grundhaltung zu den schönen Dingen des Lebens. Mögen sie blau sein, weiß, grün, rot, rosé, in jeder Farbe. Das Leben ist lebenswert. Und hier ist Paulchen bereit zur Morgenwanderung. Die Kommilitonen haben bereits gerufen, beziehungsweise miaut. Und ich für meinen Teil erkläre, oh, wie ist die Welt so schön. Und ab hier tauchen wir ein in die Welt des Fürsten Pückler, Parkomanie. Ja, Parkomanie verbindet man mit Pückler. Was wirklich phänomenal ist, ist die Größe des Muskauer Parks. Er umfasst ein bisschen mehr als 830 Hektar. Aber wenn wir schon bei den 830 Hektar bleiben, dann können Sie den Tiergarten in Berlin, den Englischen Garten in München und Sanssouci nehmen, das alles hochrechnen zu einer Größe und haben etwa die Fläche, die der Muskauer Park einnimmt. Also gewaltig, 50 Kilometer Wege und ein sehr schönes, pittoreskes, künstliches Gewässersystem, was immer wieder mit überraschenden Einfällen und vor allen Dingen auch mit Wasserfällen aufwartet. Eine philosophische Grundhaltung. Das geht auch rein in den Pantheismus, dass er nun wirklich in diesen Schöpfungen von Natur und Landschaft da auch vermeinte, eine höhere göttliche Idee zu entdecken. Und diesen Impetus trägt er in das Muskau-Neiße-Tal rein und schaffte eine berauschende Landschaftssymphonie, die uns heute gerade in dem restaurierten Zustand immer wieder zu begeistern weiß. Als er hier im Park anfing, war er schon 60 Jahre alt. Man muss sich vergegenwärtigen, mit welcher Ausgangslage er hier zu tun hatte, als er 1845 nach dem Verkauf seines Lieblingswerks Muskau nochmal von vorne anfangen musste. Er nutzt es und spielt damit, wie es ihm beliebt. Er muss es niemandem recht machen. Er ist auf seinem eigenen Besitz hier. Er kann tun und lassen, was er will. Und das lebt er voll und ganz aus. Pückler war ja nicht nur ein großartiger Landschaftsgartenkünstler, sondern er hat ja auch hervorragende Schriften verfasst. Nicht nur die Briefe eines Verstorbenen, sondern eben 1834 die Andeutung über Landschaftsgärtner. Die haben eingeschlagen. Das Buch wurde bekannt in Europa und Übersee
Und er hat es dem Prinzen Karl von Preußen gewidmet, der hier in Glienicke ähnliche Landesverschönerungen bzw. Kulturlandschaften errichtet hat, mit dem großartigen Landschaftspark. Und er hat Kontakt geknüpft zu Augusta und Wilhelm. Und dadurch hat man sich entschieden, hier Pückler zu beauftragen. Und das, was er hier geschaffen hat, auf der Basis von Lenné weitergeführt hat, ist genial. Dieser Park wurde begonnen um 1830. Er hat ein Areal heute von ungefähr 140 Hektar. Das ist beträchtlich, halb so groß wie der ganze Sanssouci. Kennzeichnet sich dadurch, dass über dem Meeresspiegel 40, 50 Meter Höhe da ist. Und Pückler konnte die technischen Innovationen nutzen, nämlich die Erfindung der Dampfmaschine, sodass das Wasser hochgepumpt werden konnte, was möglich war, dass dadurch, dass Wilhelm Kronprinz wurde, mehr Mittel zur Verfügung hatte, viel mehr Mittel als Lenné, der ja hier begonnen hatte mit der Erschließung der Wege und auch des Pleasure Grounds. Die Umsetzung dann zur höchsten Stufe hat dann Pückler erreicht. Auf dem Dach der Bundeskunsthalle bedeutet die Möglichkeit, in die Gartenlandschaften des Fürsten Pückler auf einem Dach einzutauchen. Wir haben lange überlegt, wie können wir die Idee des Landschaftsgartens, wie Pückler ihn kultiviert hatte und entwickelt hatte, hier auf dem Dach umsetzen. Eine große Herausforderung. Wir haben überlegt, dass wir nicht versuchen werden, hier einen Landschaftsgarten en miniature aufzubauen, sondern wir nehmen ein ganz charakteristisches Element, ein charakteristisches Merkmal, und zwar den Pleasure Ground. Nach Pückler ist der Pleasure Ground sozusagen die Verlängerung der Wohnung ins Freie, der Salon unter freiem Himmel. Man hat nicht nur wunderbar bepflanzte Beete, Törtchenbeete mit auch glasierten Ziegeln drumherum, sondern zum Beispiel kleine Architekturen wie die Rosenlaube, die zu uns aus Branitz gekommen ist, die hier sehr aufwendig restauriert worden ist, und in der Mitte mit der Büste der Henriette Sonntag prangt, einer berühmten Opernsängerin, die Pückler sehr verehrte. Der Landschaftsgarten zeichnet sich dadurch aus, dass er das Schöne mit dem Nützlichen verbindet. Das können Sie unten wunderbar erleben. Ab hier tauche ich wieder ein in meine eigene Welt der fotografischen und filmischen Künste, soweit Apple und ich selber es mir ermöglichen. Im Hintergrund links das World Congress Center, daneben das Tulpenfeld und dann als drittes der Post Tower, die Heimat des Postleitzahlenbuches. Und nun, für circa 2 Minuten, sehen Sie Blumen der schönsten Art, ausschließlich vom Dach der Bundeskunsthalle in Bonn, begleitet von würdiger Musik. Thank you.
sind die blauen Cousinen. Und zum Abschluss unseres Garten-Kulturtages begaben wir uns zum Italiener nach Bonn und tranken einen Riesling-Cuvée mit dem Namen Bundesviertel. Obige Torten wurden nicht angeboten. Welche Freude, wieder zurück zu sein in Liesels Gartenwelt und feststellen zu dürfen, was sie in all den Jahren mit großer Mühe und viel Liebe zur Natur für unsere heimische Szenerie rund um unser Haus geschaffen hat. Ich erhebe mein Glas und trinke als Dank auf meine liebe Liesel. Und nach diesem Ausflug in die Natur bleibt mir nur noch zu sagen: Dem Himmel sei Dank.